Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier heute zu BSV TV. Wir sind hier beim Abschlusstraining unserer Regionalligamannschaft, die sich auf das Spiel am Sonntag gegen Hannover 96-2 vorbereitet. Ja, und wir haben wieder ein spannendes Fußballwochenende vor uns. Beide Spiele, beide Mannschaften, Bezirksliga und Regionalliga, am Sonntag um 15 Uhr. Unsere Bezirksligamannschaft reist zum VfL Münchehagen zu einem Auswärtsspiel, was nach einer lösbaren Aufgabe klingt. Während unsere erste mit Hannover 96-2, die hier ein echtes Schwergewicht der Liga empfängt und wir sicherlich hart kämpfen müssen, um die drei Punkte in Reden behalten zu können. Ich freue mich schon auf unsere Interviewpartner. Wir werden in Kürze hier ein Gespräch führen mit unserem Trainer, mit Björn Wnuck, und versuchen noch den einen oder anderen Spieler ans Mikro zu kriegen. Und wir melden uns dann später nochmal. Ja, herzlich willkommen zurück hier zu BSV TV und wir freuen uns, dass wir unseren ersten Gesprächspartner gefunden haben. Wir haben unseren Captain Kevin Artmann hier an der Kamera, wobei ich eigentlich sagen muss, leider an der Kamera, denn ich würde es eigentlich viel lieber sehen, wenn er noch im Abschlusskreis der Mannschaft da hinten stehen würde. Das würde nämlich bedeuten, dass er richtig fit ist und auch am Sonntag gegen Hannover 96 spielen könnte. Ja, Kevin, vielleicht ganz kurz zu dir selbst. Du hast jetzt das Training mit leichten Laufeinheiten absolviert. Was ist los bei dir und können wir dich am Sonntag dennoch auf dem Platz sehen? Ja, zur letzten Frage, nein. Muss ich leider mit Nein beantworten. Also gegen Hannover wird es nicht klappen. Ich schleppe das jetzt schon so anderthalb Wochen mit mir rum, dass ich ein bisschen Probleme mit der Wade habe. Jetzt habe ich letzte Woche gegen Wilhelmshaven gespielt gehabt und da war es eigentlich auch schon so eng, dass es eigentlich mehr Sinn gemacht hätte, nicht zu spielen. Ja, und jetzt haben wir einfach entschieden, dass das komplett auskuriert werden muss und ich hoffe halt, dass das dann Mitte nächster Woche wieder funktioniert, dass ich ins Mannschaftstraining zurückkomme. Ja, das hoffen wir natürlich mit dir. Ja, und jetzt ist die Geschichte Uzelak. Zwei Spieltage im Prinzip her, zwei Wochen Training unter Björn Wnuck. Was hat sich denn so verändert? Naja, erstmal ist es halt generell schwierig gewesen, weil die Mannschaft natürlich sehr jung ist. Es war für viele natürlich das erste Mal, dass der Trainer im Grunde genommen einfach so während einer Saison und gerade auch in der Situation direkt vor dem Spiel einfach gegangen ist. Das hat man, glaube ich, auch gegen Wolfsburg im Spiel gerade speziell erste Halbzeit gesehen. Da hat man doch, auch wenn es eigentlich keine Begründung dafür geben sollte, aber man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen in den Köpfen drin gesteckt hat. Es war einfach eine andere Vorbereitung, es waren nicht dieselben Abläufe, es waren nicht die gleichen Abläufe, das sind einfach bei uns Fußballern, wir sind da relativ einfach gepolt, es muss immer irgendwie dasselbe sein, wir haben alle unsere Abläufe und wenn sich da ein bisschen was verändert, das setzt sich auch schnell in den Köpfen fest und ich finde, das hat man auch relativ schnell gemerkt. Zweite Halbzeit war es dann besser, aber da war es dann auch schon ein bisschen zu spät und auch ein bisschen unglücklich, dass wir dann halt im Grunde noch nicht das 2-2 machen, sondern das 3-1 bekommen. Ja, und die Situation ist jetzt folgende. Ich denke, die Mannschaft hat das jetzt alles relativ gut verarbeitet. Björn macht das sehr gut, er ist sehr ehrgeizig, nimmt sich viel vor fürs Training, versucht viel durch sehr, sehr viel Kommunikation Dinge mehr oder weniger zu vermitteln. Das ist alles sehr gut. Die Stimmung ist okay. Also, ist jetzt nicht schlecht oder nicht besonders gut, sondern ich denke, wir sind wie immer fokussiert, konzentriert. Und es ist halt schon so, dass er gerne ein bisschen anders Fußball spielen will. Das versucht er auch zu vermitteln. Ich denke, das hat man auch gegen Wilhelmshaven schon teilweise gesehen. Wir hatten auch erste halbe Stunde ein bisschen, sagen wir mal, Schwierigkeiten reinzukommen, das alles so ein bisschen umzusetzen, was er dann von uns wollte. Aber ich denke, da hat man zwischenzeitlich schon gesehen, phasenweise, dass wir dann versucht haben, von hinten wirklich mit relativ vielen kurzen Pässen nach vorne zu kommen. Und das ist ja dann doch ein Ticken anders von der Spielweise wie bei unserem Ex-Coach. Aber ich denke, generell ist das alles auf einem guten Wege. Ja, jetzt meine abschließende Frage. Jetzt hast du gerade gesagt, Fußballer haben gern so ein bisschen feste Abläufe. Wie lange braucht denn jetzt ein neuer Trainer und eine Mannschaft, bis man auf dem Spielfeld wirklich die Handschrift von Björn erkennen würde? Ja gut, ich denke schon, man muss der Mannschaft auch ein bisschen Zeit geben, weil es halt eine junge Truppe ist. Wie gesagt, es ist für viele das erste Mal so eine Situation, dass das halt relativ plötzlich kam und auch sehr, sehr überraschend, weil ja doch eigentlich bis dahin alles ziemlich gut war. Man hat ja doch schon durchaus eine positive Tendenz gesehen in den Auftritten und auch in den Ergebnissen. Und ja, ich denke, dass das jetzt Woche für Woche besser werden wird. Ich sage ja, gegen Wilhelmshaven hat man schon phasenweise gute Szenen dabei gehabt, wo man dann doch gesehen hat, was der Trainer will von uns. Ich hoffe natürlich, dass ich relativ schnell zum Team zurückkomme, dass ich da halt auch so ein bisschen mitwirken kann, dass ich auch ein bisschen unterstützen kann. Und ich denke, dass das dann relativ schnell... Ja, wir freuen uns noch, einen Spieler im Interview zu haben hier am Spieltag in der Regionalliga gegen Hannover 96-2. Sind wir fällig morgen, beziehungsweise Hannover ist fällig. Und ich habe Michael Wessel hier vor der Kamera. Ja, Michael, Abschlusstraining ist absolviert.
Wie ist das persönliche Befinden? Oh, doch gut. Ich denke, der Trainer hat uns gut vorbereitet. Abschlusstraining ist gut gelaufen. Wir sind alle fit und heiß auf morgen. Ja, das ist super. Jetzt ist das ist ja der Abgang unseres Trainers Predrag Uzelak. Ist jetzt ziemlich genau zwei Wochen her in Wilhelmshaven. War, glaube ich, noch nicht zu erwarten, dass man schon viel Veränderungen auf dem Platz sehen kann, nachdem Björn jetzt dann da so 3 oder 4 Trainingseinheiten mit euch hatte. Wie läuft es denn mit Björn? Doch, es läuft gut. Er ist doch sehr engagiert dabei, bereitet sich also gut vor, auch in Wilhelmshaven vorm Spiel. Er hat doch, ich denke, einiges im Vorfeld gemacht, um Wilhelmshaven genau zu kennen und uns zu sagen, wo sie halt ihre Schwächen haben. Und da also war doch richtig gut. Und im Training ist er auch sehr engagiert dabei, das ist zu sehen. Und es macht Spaß. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, so, das hat sich am stärksten verändert in den letzten 2 Wochen? Ja, vielleicht haben wir im Training, also in den Einzelheiten, mehr verschiedene Übungen, die wir machen. So. Also er hat doch einiges, was er immer ins Training einbringt, in die Einheiten. Die sind dadurch dann vielleicht so ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Es sind mehr verschiedene Übungen drin auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt einige Trainingseinheiten noch zugeguckt. Ich finde, die Mannschaft arbeitet super. Ich finde auch, die Stimmung auf dem Platz ist gut. Auch nicht immer nur spaßig, sondern es werden nochmal klare Worte gesprochen. Was ich persönlich immer denke, auch was auch wichtig ist, was dazugehört. Ja, was meinst du denn? Was erwartet uns denn morgen gegen Hannover 96 für ein Spiel? Ja, ich hoffe von unserer Seite ein gutes Spiel. Ich denke, Hannover sind gut, sind technisch immer gut, haben, denke ich, gute, viele technisch starke junge Spieler. Aber ich denke, wenn wir kämpferisch dagegen halten und auch unser Spiel versuchen durchzuziehen, dann ist auf jeden Fall was drin. Haben wir letztes Jahr auch geschafft, zumindest im Auswärtsspiel. Ja, ich muss nochmal nach, was bedeutet denn für dich ein gutes Spiel? Ja, dass man auf jeden Fall nicht verliert. Ich denke, wenn man zu Hause spielt, dann will man immer gewinnen. Und das sollte man, also sollte man morgen auch eingehen. Ich denke, wir müssen uns nicht verstecken. Wir wollen 3 Punkte hier behalten und ja, das sollte auch unser Ziel sein. Ich denke, Dennis Kader wird in der Mannschaft stehen von Hannover 96, Zweite. Der wird dir wahrscheinlich öfter mal über den Platz laufen. Du kennst ihn aus der Vergangenheit, ein gefährlicher Stürmer, oder? Ja, ich glaube, Hinspieler hat beide Tore gemacht hier letztes Jahr. Dann war er bei den Profis in der Rückrunde. Mal gucken, wie er jetzt drauf ist. Werden wir morgen sehen. Ich denke, nach Mario Mandzukic solltest du auch diese Aufgabe bewältigt kriegen. Wir danken dir für deine Zeit, Michael. Ja, ich hoffe es, alles klar. Ja, wir sind immer noch bei den Vorberichten zum morgigen Regionalligaspiel. Hannover 96, Zweite zu Gast beim BSV Schwarz-Weiß-Reden. Und ich freue mich, dass ich unseren Trainer Björn Wnuk vor der Kamera habe, der dieses Wochenende, denke ich, nur eine Mannschaft trainieren kann, denn die U23 spielt zeitgleich in Münchenhagen. Vielleicht dazu ganz kurz was. Die Mannschaft wird durch Martin Schobs und Yannick Schilling übernommen wahrscheinlich. Richtig. Ja, cool. Jetzt hast du deine zweite komplette Woche hier mit dem Regionalliga-Kader hinter dich gebracht. Mhm. Worauf hast du denn den Schwerpunkt gelegt in der zweiten Woche? Wir haben eigentlich in der zweiten Woche jetzt im Prinzip nur das, was wir in der ersten Woche angeschoben haben, jetzt versucht noch weiter zu vertiefen. Das heißt also, ich sage ja immer, dass ich versuche, durch gewisse Übungen im Training, durch Provokationsregeln in den Übungen zum Beispiel dann wirklich die Jungs dazu zu zwingen, halt auch einfach mal Situationen anders zu lösen. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir gerade schon mit Kevin gesprochen. Der hat uns mitgeteilt, dass er morgen leider nicht spielen kann. Auch eine kleine Vorsichtsmaßnahme, um seine Wade richtig ausheilen zu lassen. Hm. Gibt es weitere Spieler, die aus Verletzungsgründen oder Sperrgründen jetzt nicht zur Verfügung stehen am Sonntag? Ja gut, Brian Jordan ist jetzt halt aufgrund seines Trainingsrückstands und weil er halt auch einfach noch nicht hundertprozentig wieder genesen ist, jetzt auch noch kein Thema, weder für den Kader der Ersten noch für die U23. Gökhan Aktas fällt aus, dem wurden Mittwoch 4 Weisheitszähne gezogen, so, der muss sich davon halt erstmal erholen. Ja, aber ansonsten ist die Sperre von Paolo Sereno abgelaufen bzw. verkürzt worden um eine Woche, sodass er halt auch wieder zur Verfügung steht. Francis Banecki steht wieder zur Verfügung, macht im Training einen guten Eindruck. Habe ich morgen dann halt auch mit für den Kader benannt. Ja, und ansonsten ist es wirklich so, dass auch die Jungs, die letzte Woche aus Krankheitsgründen gefehlt haben, Christian Hegerfeld, Danny Arendt, halt auch wieder voll auf dem Damm sind, die Woche voll mitgezogen haben und spielfähig sind. Ja. Abschließend, was erwartet uns denn gegen Hannover? Ja, uns erwartet da morgen sicherlich eine technisch sehr gut ausgebildete Mannschaft, ganz klar. Die Jungs kriegen natürlich im Nachwuchsleistungszentrum da eine optimale Ausbildung. Auch die Jungs, die später dazugeholt worden sind, sind gut ausgebildete Kicker. Das ist natürlich definitiv ein Plus. So, sie sind wirklich fußballerisch stark. Und darauf muss man sich halt einstellen und da muss man dann halt dementsprechend auch dagegen halten. Ja, klar ist es halt auch so, wir können mit sicherlich halt auch kicken.
gar keine Frage. Aber es geht dann halt auch in erster Linie wirklich darum, dagegen zu halten und wie es so schön heißt, immer wirklich das absolute Maximum an Leidenschaft und Herz und 100% abzurufen. Ja, und dann haben wir natürlich auch die eine oder andere Waffe in der Hand, die wir dann mit Sicherheit halt auch einsetzen werden. Wer gewinnt? Wir. Sauber, das wollte ich hören. Vielen Dank für deine Zeit, Björn. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg morgen im Spiel gegen Hannover 96 Zweite. Und Danke. Wir hören uns dann wieder zum Spielnachbericht, wenn wir hoffentlich von 3 Punkten berichten können, die hier in den Waldsportstätten bleiben. Tschüss und ein schönes Wochenende. Danke.